Schau euch mal an, wie günstig wir das alles koren können. Das ist so krass. Also diese Ansprüche, die wir da haben, die sind schon ziemlich nice, ne? Ja, da packe ich definitiv niemand anders rein. Ich könnte vielleicht irgendwie noch versuchen, ein bisschen mehr. Ich könnte vielleicht versuchen, noch ein bisschen mehr Goldproduktion rauszukitzeln. Ja, komm, Dacker, konvertieren wir. 57. Fuck. Das ist so doof. Aber die Sache ist halt, ich kratz halt so ab, wenn ich die hier mitnehme. Verringer die Überdehnung. Diplomatisches Geschick plus 1. Das klingt nach einem Job für mich. Können wir die Staatsehe mit den Ming eigentlich wieder aktivieren? Nee. Nee, 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 leider nicht. Unsere diplomatische Reputation ist zu schlecht. Das kann ich gut verstehen. Lauf doch schon mal Richtung Tirhut. Und wir gucken nochmal hier in die Revolten rein. Also Delhi, Tirhut. Hormus, Arakan ist weg. Nepal kommt später. Gujarat kommt irgendwann. Das ist alles da unten. Das andere ist alles auf Null. Kotschayo. Lucknow. Oder Lucknow. Na gut, warum da Partikularisten drin sind, ich weiß es ja auch nicht. Okay. Wir müssen gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Also die Frage ist jetzt für mich ja auch irgendwie so ein bisschen, wollen wir jetzt wirklich hier schon. Wollen wir jetzt noch einen Krieg gegen Vijayanagara führen? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Die sind nur mit Mysore und Orissa verbündet. Das ist ein relativ schwaches Bündnis. Wir könnten die Bengalen auch noch angreifen. Die haben momentan gar keine Bündnispartner. Das lohnt sich auch. Das wäre auch noch eine Option. Hier packen wir meinen General da rein. Der kann jetzt echt mal langsam abnibbeln. Ach komm, ich mach das jetzt hier. Ich packe aber nur einen Punkt in die Idee hier rein. Ich meine, früher konnte man hier, wenn man die administrativen Ideen voll hatte, dann konnte man auch reformieren. Aber mittlerweile geht das ja ab der Tech-Stufe. Das ist sehr interessant. Ach so, kann ich hier noch einen Anspruch fingieren? Sollten wir vielleicht auch noch machen. Wir haben momentan die vergünstigten Technologiekosten. Die bekommen wir aber erst, wenn wir hier komplett durch sind bei allem. Das wäre aber ja dann eigentlich wieder ein Punkt, der sagt, so, wir sollten hier mit den Ideen weiter vorankommen. Die neuen Cores. 56 immer noch. Nur. Bengalen angreifen, noch nicht das Schlauste, was man jetzt machen sollte. Aus dem einfachen Grund, weil die Bengalen ja mit uns eine Religionsgruppe teilen. Also wir können jetzt überlegen an der Stelle, wie wir das machen, ob wir
jetzt erst den Subkontinent unterwerfen und dann hochtecken oder ob wir erst so oder ob wir so beides so ein bisschen versuchen. Einen Garwal müssten wir eigentlich noch nehmen können. Das sind nochmal 3 Hindu-Provinzen. Gucken wir mal gerade. Nimm den mal mit. Nehmen wir Garwal, können wir noch schnell mitnehmen. Die haben eigentlich keine Chance. Bleib du mal da stehen. Du kannst zurückkommen. Komm, wir verbessern jetzt mal die Beziehung mit Österreich nochmal. Wollte ich nicht die mit Novgorod auch nochmal verbessern? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber eigentlich hatte ich das mal vor. Juhu, wir kriegen Geld. Ach hier, der hat, das ist der Typ, der die hohen Belagerungswerte hat. Halt, stopp. Die Söldner kannst du mir mitnehmen, die gehen nicht auf die Rekrutenreserve. Okay. Und du bitte noch dahin. Ayutthaya tritt Udong, Pre, Nokor, Angkor, Perek, Russell, Krati, Battambang, Phnom Penh, Kukanor, Suriden und Chaiyaphun an Dai Viet ab. Das ist. Dai Viet ist jetzt schon richtig groß geworden. Wir könnten natürlich auch noch darauf spekulieren, dass hier, wenn wir einen Krieg gegen die, gegen Vijayanagara erklären, dass uns dann die Ming wieder toll fänden. Ja, das müssten wir auch noch so ein bisschen eruieren. Tirudeli Hormus. Können wir die bei Tirhut dadurch aussehen, dass wir die... Nee, können wir nicht. Ne? Die Autonomie hätte man verringern können. Bei Delhi, die kommen ja einfach so. Ne? Ich habe jetzt übrigens hier keine Festungen mehr abgerissen, aber theoretisch könnten wir das noch machen. Wir haben hier zu viele Festungen. Also gerade die um Delhi drumherum, die brauchen wir eigentlich nicht. Die kosten nur unnötig Geld. Man kann die natürlich auch in so Zeiten wie jetzt, kann man die auch mal einmotten. Ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Ist auch immer was, was bei der KI mit in die Berechnung reinfällt, ob sie einem den Krieg erklärt oder nicht. Also die Anzahl der Festungen, die der Gegner hat. Je mehr, desto geringer die Wahrscheinlichkeit halt auf jeden Fall. Ne? Aber muss man mal gucken. Ja, der andere, das ist auch wieder so ein Kriegstreiber, ne? Boah, diese überambitionierten Osmanen, die gehen mir echt ein bisschen auf den Keks. Vor allen Dingen geht es mir auf den Keks, dass halt jede Nation, mit der ich eine Grenze habe, auf einmal riesig wird. Siehe Ming, siehe Bukhara, siehe Osmanen. Ne, das ist halt einfach auch echt total ätzend. Und ja, ich muss unbedingt irgendwann gegen die Ming kämpfen und jetzt sagt ihr wahrscheinlich wieder, ja Günther, warum hast du sie dann nie rivalisiert? Habt ihr natürlich vollkommen recht, ne? Können wir noch hier ein paar sinnvolle Gebäude errichten irgendwo? Bestimmt. Ach, da müsste ich jetzt aber hier Ewigkeiten auch wieder rumsuchen. Ah, da auf jeden Fall. Da, ein Tempel. Hier. Man konnte sich das auch mal anzeigen lassen im Ledger. Und ich meine, das geht auch immer noch. Und dann kann man eigentlich da direkt die Gebäude errichten. Aber das ist echt einfach nicht so mein Ding. Sondern ich nutze die Gelegenheit und gucke mir dann auch nochmal so meine Provinzen an, die ich so habe.
Okay. Ich werde jetzt ausnahmsweise, glaube ich, auch hier oben in der Mongolei mal ein Fort bauen. Das kostet zwar Geld, aber das ist ganz okay, glaube ich. Und wir können. Wir können vielleicht auch hier noch ein Fort errichten. Das ist, glaube ich, ganz okay, weil dann haben wir da auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Puffer gegen mögliche Rebellen. Aber weil wir so viel Geld haben, Leute, wir bauen noch ein. Bauen wir noch ein drittes Fort? Wir können hier unten noch eins bauen. Und wir machen es anders. Du baust mir eins hier hin. Das bringt auf jeden Fall viel, viel mehr. Das hat so viel, weil hier haben wir so viele angrenzende Regionen. Das ist doch total super. Dann bauen wir noch eins hier hin und dann sieht das doch schon mal anders aus, ne? So, zack. Oder? Ich weiß nicht. Ja, das ist doch ganz cool, glaube ich. So, und dann würde ich gerne noch einen vor hier bauen. Das Ding da oben lassen wir weg. Da brauchen wir, glaube ich, keins mehr. Aber hier ist nicht so verkehrt. Wobei, warte mal. Hier ist besser. Nee. Ich muss mal gerade noch gucken. Tibetische Nationalisten. Ich glaube, Shigatse wäre auch gar nicht so unklug. Machen wir Shigatse. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. So, okay. Dann haben wir noch ein paar Forts im Auftrag. Das ist doch super. Hier unten brauche ich wahrscheinlich schon keine. Dich kann ich auf jeden Fall abreißen. Und das kann ich auf jeden Fall abreißen. Und das kann ich auch auf jeden Fall abreißen. Die drei brauche ich hier definitiv nicht. Also hier unten schon eher, weil das nicht ganz so einfach zugänglich ist. Und hier unten könnte es noch demnächst zu einer Revolte kommen. Da finde ich, ist es okay. Und in Bukhara können wir das vor auch stehen lassen. Das ist auch nicht so schlecht. Finde ich auch gut. Es böte sich nur an, eine Fort auf Hormus zu bauen, aber das ist eigentlich auch jetzt nicht so dringend. Also jetzt will ich mal gerade gucken, kann ich die Dimmer noch irgendwo einsetzen? Ich meine ja nicht. Nee, ne? Sehr, sehr schade. Doch hier. In Mewa, aber da habe ich eine Goldprovinz. Also in meinen Goldprovinzen kann ich die einsetzen, aber das ist doof. Nee, ich würde dann eher sogar hingehen und Mewa als nächstes konvertieren. Definitiv, das müssen wir machen, auf jeden Fall. Dann haben wir da noch ein bisschen höhere Toleranz des wahren Glaubens, ist auch wieder gut. Ach, weißt du was, das machen wir jetzt. So, hier, mach mir was, viel besser. Wir können neun neue Einheiten rekrutieren. Ich weiß nicht, ob ich nochmal neun Söldner nehmen soll. Du kannst auf jeden Fall mal zwei Kanonen dazu nehmen. So, schauen wir nochmal gerade. Wie viel haben wir jetzt im Bau? Wir können noch drei Einheiten rekrutieren. Ah ja, das ist doch gut.
So. Ich glaube, so machen wir das. Dann haben wir unser Truppenlimit auch wieder voll ausgeschöpft, was gut ist. Ja. Und ich muss halt auch dazu sagen, also ich habe ja die Aristokratie-Ideen natürlich genommen, weil wir eine Horde waren. Aber wir bekommen ja diesen Kavallerie-Kampffertigkeiten-Bonus. Den bekommen wir ja durch unsere Aristokratie-Ideen und nochmal durch unsere mongolischen Traditionen. Also da bringen die 30% Kampffertigkeit mehr. Die bringen schon echt richtig was. Ich erinnere nur mal an dieses Achievement Winged Hussars. Plus 50% Kavallerie-Kampffertigkeit. Ne? Da ist die Kavallerie rock die Scheiße fett. Also das muss man schon sagen. Das gibt es übrigens noch bei den Qualitätsideen, könnten wir noch 10 bekommen. Wir könnten sogar dieses Achievement, glaube ich, mit dem Mogulreich kriegen. Was irgendwie crazy wäre, auf jeden Fall. Ach, guck mal, Vijaya Nagara fingiert auf uns. Interessant. Wusste ich gar nicht, dass sie da so gierig sind. Plündern brauche ich da, glaube ich, nicht. Gehen wir nach Doaba. Wenn wir den Burschen hier noch schnell einnehmen, dann ist es, glaube ich... Achso, ich habe jetzt hier so viele Einheiten rekrutiert, ne? Da muss ich ja auch noch drauf warten. Unser Thronfolger wird krank. Das ist nicht gut. Warte mal. Okay, gut, er hat es überlebt. Ah, der war eigentlich nicht schlecht, glaube ich, ne? Oder? 2, 2, 3. Okay, er war jetzt auch nicht so die Leuchte, ne? Goldene Horde ist im Arsch. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ein Thronfolgekrieg bei meinem Vasall. Hier, ich schicke den mal da vorbei. Überdehnung ist wieder weg. Wir haben immer noch die Mission Vasalisiert Gondwana. Nee, bitte abbrechen. Den Kriegsgrund gegen Gondwana, den hatte ich ja auch so. Einfluss. Das wird die Eroberung von Garwal wird es auch nicht komplett ausmachen. Weil das ist einfach viel zu wenig Grundsteuer, ne? Okay, lass es weg, brauche ich nicht. Jetzt stoppen wir mal gerade ein bisschen langsam. Fragt schon wieder nach, ob er mein Vasall werden kann. Ich glaube, der tickt nicht mehr ganz sauber. Meine Mark möchte er gerne werden. Ah, und ich kann auch 2 Einheiten anheuern. Das ist auch gut. Aber die halten wir uns mal gerade so ein bisschen so in der Backhand auf jeden Fall. Ich mache gleich eine Pause mit diesem Part. Das haut im Verhältnis einfach nicht hin. Dieser Frömmigkeitswert von minus 8, der macht das einfach aus, ne? Das ist halt echt doof. Also im Endeffekt wird man doppelt belohnt, ne? Mit diesem Dimmer. Wenn wir nämlich hier keine Pietät mehr haben, dann haben wir minus 10 Technologiekosten. Und wir bekommen nochmal minus 5 durch die Dimmer und wir bekommen also die Technologien 20% billiger, wenn wir unsere nationalen Ideen voll ausgeschöpft haben. Das ist kein uninteressanter Punkt auf jeden Fall. Äh,
Was haben wir hier noch? Herrscher hat weniger Legitimität als 50. Ja, das wird nicht so schnell passieren. Tehut-Revolte und so. Na, nee. Mm-mm. Jetzt müssen wir dann halt überlegen, dann sollten wir dann doch bald Khorasan annektieren. Ich weiß ja immer noch nicht so recht. Ja, wir können die Staatsehe mit den Ming noch bekommen. Ja, im nächsten Part können wir die noch kriegen. Das sollten wir vielleicht dann auch wieder machen. Katjava möchte sich wieder auflehnen. Ah ja, also das ist momentan echt so unsere Hauptaufgabe, ne? Die Revolten runterzuhalten. Weil das mit der Expansion müssen wir echt ein bisschen langsam angehen. Also ich finde, das Mogulreich hat echt richtig coole Ideen. Also die Ideen sind ziemlich, ziemlich geil, um genau zu sein. Ab hier wird es dann auch wieder richtig interessant. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir nicht zu viel erobern, denn sonst kommen wir halt auch in unserer Technologieentwicklung nur so schleppend voran. Die Frage ist, ob wir halt hier nochmal den Versuch unternehmen, uns Richtung Europa so vorzuschlängeln. Aber wir müssen, glaube ich, echt warten, bis die Osmanen verwestlicht haben. Das werden die auch noch machen. Und dann können wir auch verwestlichen. Vorher ist die Wahrscheinlichkeit eher niedrig. Wird Nascht verwestlichen? Also wir können uns noch so die arabische Halbinsel holen, aber das ist so uninteressant. Ich meine, wir haben einen kompletten Anspruch hier auf die gesamte Region. Und wir koren alles, worauf wir einen Anspruch haben, für minus 25%. Das ist schon echt mächtig. Aber wir müssen halt auch echt mit den Revolten aufpassen. Das sehen wir aber im nächsten Teil, wie es weitergeht. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann sage ich mal, ansonsten macht's gut. Bis dahin. Und Salam Alaikum. Jetzt habe ich ja noch gar nicht über das Mogulreich heute an sich eigentlich so geredet, ne? Wartet mal, vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit. Sekunde, ich muss mal gerade raustappen. Das ist interessant. Nee, also wenn ich das jetzt richtig sehe, dann gibt es den Taj Mahal auch hier gar nicht auf der Karte. Ich gucke aber mal gerade, wo er... Ich gucke aber mal gerade, wo er sonst steht. In Agra. Das ist die Hauptstadt des... das ist lange Zeit die Hauptstadt des Mogulreiches gewesen. Und Agra liegt ungefähr... ungefähr hier. Ungefähr hier in... also hier an dieser... an dieser Flussmündung. In Doaba. Also das ist die eigentliche Hauptstadtregion des Mogulreichs für lange Zeit gewesen. Und da müsste sich eben eigentlich auch der Taj Mahal befinden und den sehen wir hier gar nicht. Was vielleicht damit zu tun haben könnte, dass ich hier keine Moschee oder keinen Tempel oder wie auch immer gebaut habe. Aber dazu wollte ich ja auf jeden Fall noch was sagen. Da lese ich auch gleich nochmal ganz kurz was vor aus dem Buch von Stefan Konermann. Denn... ich muss sagen, da gibt es nämlich eine Story, ich bin der auch auf den Leim gegangen. Es ist unglaublich. Ich habe mal eine Dokumentation auch darüber gesehen und die hat genau dieses Thema aufgegriffen.
Und das zeigt eine. Das zeigt eigentlich eine ganz schöne. Wie soll man sagen? Eine ganz schöne Funktionsweise von Geschichte. Und vielleicht kann ich das auch mal ganz kurz erklären. Aber zuerst zum Taj Mahal. Also ich habe ja schon gesagt, der Taj Mahal, das ist das Mausoleum, das Shah Jahan für seine Frau, seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal hat errichten lassen. Der Taj Mahal ist übrigens, Moment, ich tappe nochmal raus, dann kann ich noch zwei, drei Fakten zum Taj Mahal noch nachreichen. Der Taj Mahal ist ein riesiges Mausoleum. Also das, ne, wie gesagt, das stammt hier eben von Shah Jahan, der das hat bauen lassen. Es ist insgesamt 58 Meter hoch und 56 Meter breit. Und dieses Grabmal selbst steht nicht alleine da, sondern es steht nochmal auf einer Marmorplattform, die 100 mal 100 Meter groß ist. Also dieses ganze Mausoleum steht nochmal auf einer Marmorplattform, die von vier Türmen gesäumt ist. Und dieses moderne Weltwunder ist noch von einer großen Parkanlage umgeben. Und das Interessante ist auch, der Wikipedia-Artikel sagt dazu Folgendes. Ich lese das jetzt nochmal ganz kurz vor. Im Wesentlichen steht da das, was ich da auch gesagt habe. Aber in der Form einer Moschee. Der Großmogul Shah Jahan ließ ihn zum Gedenken an seine im Jahre 1631 verstorbene große Liebe Mumtaz Mahal, Ajumand Banu Begum, ich weiß nicht, ob das der Hindi-Name ist, es tut mir leid, ich kann das wahrscheinlich nicht korrekt aussprechen, erbauen. Ne, also er ließ es für seine große Liebe erbauen. Scheiße, jetzt bin ich an mein Mikrofon gestoßen. Egal, ich lese es ganz kurz vor, aus dem Buch von Stefan Konermann, das Mogulreich, was der dazu schreibt. Und das finde ich nämlich sehr, sehr interessant. Seite 92 folgende. Der Taj Mahal. Im Juni 1631 erließ Shah Jahan den Befehl für seine Frau Mumtaz Mahal, gestorben 1631, also im gleichen Jahr, die in Burhanpur im Kindbett gestorben war, ein Mausoleum über ihrem Grab am Ufer des Yamuna zu errichten. 1643 wurde die Anlage vollendet. Also das ist schon krass, das Ding hat man in 12 Jahren gebaut, mit einer 100 mal 100 Meter großen Marmorplattform. Nach der in Ost und West gängigen Deutung ist der Taj Mahal der vollendete Ausdruck ehelicher Liebe und Hingabe, ein Monument der grenzenlosen Verehrung und Anbetung des Partners. Seine Ästhetik bringe die Gefühle des Herrschers für seine Frau zum Ausdruck. Wir hätten es sozusagen mit einem in Stein gehauenen Liebesgedicht zu tun. Diese Interpretation, die sich hartnäckig hält, ist natürlich nur ein Mythos, der bereits von den zeitgenössischen Chronisten Muhammad Amin Kazwini oder Shajvini, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, nach 1646-47 und Abd al-Hamid Lahavri geschürt wurde. Aufgegriffen, durchgesetzt und verinnerlicht haben ihn dann vor allem britische Romantiker. Später übernahmen ihn die Inder selbst und so auch die heutigen Touristen. Die neuere Forschung hat sich dem nicht angeschlossen. Weder war Shah Jahan so nobel und auf so romantische Weise seiner Gattin zugetan, noch stellt der Taj Mahal an sich ausschließlich ein Denkmal an eine geliebte Person dar. Zeitzeugen sprechen von Shah Jahan als einer arroganten, egomanischen und rücksichtslosen Person, deren einziges Interesse die eigene Größe und Macht war. Auch die Hingabe an Mumtaz Mahal, die nach ihrem Ableben zu einem über 30-jährigen Zölibat seitens des Ehemannes geführt haben soll, stimmt nicht mit den in vielen Berichten skizzierten sexuellen Ausschweifungen des Mogulherrschers überein. Ist auch nicht so ganz glaubwürdig, muss man sagen. Ne? Der Taj Mahal ist nicht allein Ausdruck herrscherlicher Gattenliebe, sondern soll in erster Linie seine Größe symbolisieren. Das eigentliche Grab mit seiner zwiebelartigen Kuppel aus weißem Marmor, die von vier schlanken Minaretten eingerahmt wird, bildet den Mittelpunkt eines weitläufigen, ummauerten Ensembles. Über eindrucksvolle Tore und Innenhöfe gelangt man zu dem viergeteilten Hauptgarten, der von Kanälen durchschnitten wird und an dessen einem Ende man den Eingang zum Mausoleum sehen kann. Der Bereich um die letzte Ruhestätte der herrscherlichen Gattin zeigt deutlich, dass Shah Jahan zwar viele Riten
und Bräuche der sogenannten Gottesreligion übernahm, ne? Also das ist diese künstlich geschaffene Religion, letzten Endes aber doch fest im islamischen Glauben ruhte. Der Taj Mahal präsentiert sich als Allegorie auf den Tag des jüngsten Gerichts, wenn die Toten auferstehen und am Fuße des himmlischen Thrones zur Urteilsfindung zusammenkommen. Also eben hier ein ganz wichtiger Aspekt. Und da muss man jetzt schon sagen, da finde ich, an solchen Stellen ist es nämlich dann wieder sehr gut, dass das ein Islamwissenschaftler geschrieben hat und jetzt nicht unbedingt ein Historiker, aber, wobei ein Historiker hätte das wahrscheinlich auch aufgedeckt, aber ich finde den Akzent hier wichtig. Also nochmal, die Eingangspforten und Gartenanlage sind diesseitige Abbildungen ihrer paradiesischen Gegenstücke. Das Haupttor entspricht der Pforte, durch die Mohammed auf seiner nächtlichen Himmelsreise in den Garten Eden gelangte. Also es gibt ja die... es gibt hier den Bericht, dass Mohammed den Garten Eden besucht hat. Und hier sieht man nämlich, also diese religiöse Deutung des Taj Mahal ergibt in meinen Augen deutlich mehr Sinn als diese romantische Verklärung. Na, also gerade die Anhänger dieser Offenbarungsreligion haben ja auch versucht, das Ganze in ihren in ihren Bauwerken häufig umzusetzen. Ja? Man sieht es ja zum Beispiel auch, was ist denn ein typisches Beispiel, dass... Das erste, was mir jetzt einfällt, sind diese gotischen Kathedralen mit diesen Spitzfenstern, die alle nach oben Richtung Himmel zeigen. Ja, also da, wo es eigentlich hingeht, da, wo sich das für die Christen eigentlich Wesentliche abspielt. Ne? Also religiöse Muster haben ganz häufig auch einen Niederschlag in der Architektur gefunden. Ich meine, das ist klar. Aber hier eben haben wir es mit einem unglaublich mächtigen und unglaublich reichen Herrscher zu tun. Ob der jetzt wirklich ein Egomane und arrogant war, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ergibt trotzdem Sinn zu sagen, es war ein sehr mächtiger, sehr reicher Herrscher, der sich dort selbst hat beerdigen lassen, der dazu offenbar ein gläubiger Muslim war oder beziehungsweise dem Islam sehr zugetan war und hier versucht hat, sich ein Denkmal zu errichten, das allen Regeln der Kunst entspricht, die man seinerzeit eben anwenden konnte. Dieser gigantische Aufwand, der für den Taj Mahal betrieben werden musste, ergibt ja auch insofern einen Sinn, wenn man sagt, das ist auch in einer gewissen Art und Weise eine religiös motivierte Stiftung, nämlich für den Tag des jüngsten Gerichtes. Und dieses Ereignis ist eine, das ist auf jeden Fall ein Fixpunkt für die weltlichen Herrscher, die auf jeden Fall wissen, dass ihr leibliches Leben irgendwann enden wird. Und was die weltlichen Herrscher eben immer lange Zeit beflügelt hat, war einfach so die Frage, was ist nach dem Tod, was passiert dann? Und darauf haben sie hingearbeitet, deswegen haben sich die Ägypter mumifizieren lassen, deswegen gibt es viele Mumien in China, in vielen anderen Kulturen, wo die Leute versucht haben, ewiges Leben zu erreichen und so weiter und so fort. Also ich will nur sagen, das ist hier auf jeden Fall ein Deutungsmuster, das für sich eine hohe Plausibilität beanspruchen kann und doch deutlich plausibler wirkt als einfach nur diese Liebeserklärung. Also dieses in Stein gehauene Liebesgedicht, auch wenn das eine schöne Geschichte ist. Die vier künstlichen Wasserläufe nehmen Bezug auf die vier Paradiesflüsse und das an zentraler Stelle platzierte Marmorbassin greift die Vorstellung der überbordenden Fülle an Gemüsen an. Also Leute, ich habe jetzt gerade echt einen Knoten in der Zunge. Und das an zentraler Stelle platzierte Marmorbassin greift die Vorstellung der überbordenden Fülle an Genüssen im Paradies auf. Das Grab selbst soll an den himmlischen Thron erinnern, von dem aus Gott seine Beschlüsse verkündet. Dabei können die vier Minarette als die vier Träger des göttlichen Stuhles verstanden werden. Diese hier wiedergegebenen Deutungen der Anlage entsprechen den an wichtigen Punkten angebrachten Inschriften, die programmatische Koranverse wiedergeben. Der Taj Mahal ist das Paradies. Mumtaz Mahal und Shah Jahan liegen unterhalb des Gottesthrones, wobei auf dem Epitaph des Herrschers dieser als Ridwan, als Hüter des Paradieses beschrieben wird. Das finde ich ist eine sehr interessante Erklärung und so ein bisschen ist es auch eine Entzauberung von dieser schönen Geschichte, nämlich dass eben der Taj Mahal eigentlich so ein in Stein gegossenes oder ne, also in Stein gebanntes, in Marmor gebanntes Liebesgedicht irgendwie ist. Und diese wissenschaftlich fundierte historische Erklärung
Jetzt im Gegensatz zu dieser populären Erklärung, dass es eben dieses Liebesgedicht in Anführungszeichen war, wirkt natürlich nicht ganz so schön und nicht ganz so romantisch. Und deswegen ist es ein bisschen leichter auch zu glauben, dass es sich eben um diesen Liebesbeweis von Shah Jahan gehandelt hat. Es gibt übrigens eine Dokumentation, die gibt es auch auf YouTube. Ich weiß nicht, das war irgendwie so eine N24 Sphinx Geheimnisse der Geschichte oder irgendwie sowas war das. Habe ich mal geguckt auch und da wurde genau dieser Mythos dieses Liebesbeweises eben weiter befeuert, indem man das dann auch nochmal so ein bisschen schauspielerisch umgesetzt hat. Und ich habe damals gedacht, als ich gesehen habe, Mensch, das ist ja schon der Wahnsinn, was der Typ alles für seine Frau gemacht hat. Aber die Quellen und historischen Zeugnisse berichten halt eben doch was anderes. Und in der Geschichtswissenschaft haben einfach die Quellen ein Vetorecht. Also Vetorecht heißt, wenn die Quellen was vollkommen anderes sagen, als das, was der Volksmund eigentlich wiedergibt, dann steht zu vermuten, dass der Volksmund sich in irgendeiner Form ganz, ganz deutlich irrt. Und die Tatsache, warum sich das aber als Überzeugung nicht immer durchsetzt, hat was damit zu tun, dass der Volksmund häufiger die schöneren Geschichten erzählt und vielleicht auch ein bisschen mehr ausschmückt und insofern da auch versucht, Kreativität zu beweisen und die auch dann tatsächlich unter Beweis stellt. Aber, und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, Menschen neigen dazu, Geschichten zu glauben, weil sie schöne Geschichten sind, das müssen aber keine wahren Geschichten sein. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache mit, ich weiß nicht, ach, es gibt tausende Beispiele dafür in der Geschichte. Was mir als nächstes einfällt, ist zum Beispiel diese Geschichte, die sich um Ötzi entspannt hat, ne? Also Ötzi hat ja die Fantasie ja auch beflügelt, weil der Mann ja so gefunden wurde mit seiner Ausrüstung und so weiter, unter ganz kuriosen Umständen dann erstmal überhaupt konserviert wurde und so weiter und so fort. Man hat ihn untersucht und man hat ja so tolle Geschichten über den Ötzi geschrieben. Ne, der Mann, der halt selbstlos auszog, um sein Dorf zu verteidigen, und es hat sich rausgestellt, er wurde von hinten mit einem Pfeil erschossen in den Rücken. Ne? Also es ist einfach, beziehungsweise natürlich kann man auch in den Rücken erschossen werden, wenn man auszieht, um sein Dorf zu verteidigen, aber es wurde ja häufig auch nochmal dann kulturell irgendwie gedeutet, ne? Der Mann, der sich dann halt opfert, ne? Also das lebende Opfer, um die Götter zu besänftigen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, er wurde wahrscheinlich einfach nur von einem rivalisierenden Stammesmitglied erschossen. Das ist die naheliegendste Erklärung. Er hat die Pfeilspitze hinten in seinem Rücken drin und er scheint ein Anführer gewesen zu sein. Er hatte das entsprechende Material dabei. Auch da hat man dann eben, wie gesagt, Quellen. Auch da hat man archäologische Quellen. Und die haben einfach ein Vetorecht in so einem Fall. Ne? Das ist einfach wichtiger, dass man sich da auf die Faktenlage besinnt und weniger auf das, was jetzt eine schöne Erzählung ist. Und man wird das immer wieder finden und ihr werdet das auch auf jeden Fall immer wieder finden. Und bevor ich jetzt hier da anfange zu moralisieren, wie man ordentlich Geschichtswissenschaft betreibt, das ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig, lasse ich es einfach mal gut sein mit dieser Geschichte. Ich persönlich war total überrascht. Ich habe auch an dieses Märchen, oder es ist nicht unbedingt ein Märchen, aber ich habe auch an diese Erzählung geglaubt. Ich war überrascht, als ich gelesen habe, dass es sehr wahrscheinlich nicht so gewesen ist. Man kann es nie mit letzter Sicherheit sagen. Shah Jahan ist tot, wir können ihn nicht mehr fragen. Aber die Indizienlage, die uns die Geschichte durch Quellenanalysen zeigt, offenbart doch eine andere Erklärung, die wesentlich naheliegender ist. Und in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen ist es einfach wichtig, dann an so einer Stelle zu fragen, was ist die naheliegende Erklärung? Dass Shah Jahan, der mächtige Mogulherrscher, sich ein gigantisches Denkmal setzen will? Oder dass er seine Frau so sehr geliebt hat, dass er total selbstlos hingegangen ist und einfach für sie diese riesige Grabanlage ohne religiöse Intention und ähnliches hat errichten lassen? Warum dann, und dann kann man eben mit der Plausibilität wiederkommen, warum dann diese ganzen Anspielungen auf religiöse Institutionen, beziehungsweise warum die ganzen Anspielungen auf religiöse Muster, ne? Das wäre unnötig, wenn man das nicht anders machen wollte, aber okay, gut, so. Ich habe ganz, ganz viel abgeschweift, oder ich bin ganz, ganz weit abgeschweift. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Was werden wir machen? Ich werde nochmal versuchen, die Dimmer mächtiger zu machen. Ich weiß noch nicht, wie mir das gelingen wird.
Aber gucken, wir werden wahrscheinlich Jharkhand annektieren, uns ein bisschen weiter Richtung Süden Indien vorfressen, vielleicht mal so versuchen, Vijayanagara so ein bisschen zu umrahmen, Staatsehe mit den Ming machen, vielleicht tatsächlich irgendwann mal so das, also Staatsehe ist okay. So, ich will jetzt noch nicht angegriffen werden, aber wenn wir hier noch ein bisschen erobern, dann können wir die Ming wirklich mal angreifen. Also so, wenn wir mit dem Truppenlimit 100.000 haben und hier mal so ein bisschen die Revolten kontrollieren, dann können wir das machen. Das denke ich schon. Vielleicht sogar relativ bald. Müssen wir mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.